Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Orakelspiel. Und hier sind noch falsche Mannschaften. Aber herzlich willkommen hier um 18 Uhr hier am 1. Juni. Wir vier sind hier wieder am Start. Der Teppichficker Pascal. Hallöchen. Tomadon 2007 Thomas. Moinsen. Und der Tobi, so wie ich ihn jetzt nenne. Ich weiß nicht, wie er bei PSN heißt. Tobias ist auch mit am Start. Hallo. So, und wir spielen hier die Begegnung. Erstmal müssen wir auf international gehen. Wenn du das auch mal eben machst, Tobias. Erstmal hier, wenn man so sehen will, Startschwierigkeiten. So, ich habe Rumänien und du hast Frankreich. So, Rumänien, Alter. Das sind immer schöne Werte. Ja, super. Mal, war die komische Flagge für Frankreich? So. Das ist das Wappen. Ja, das Wappen. Ja, so. Auswärts, du kannst es so lassen. A drücken. So, Teammanagement. Jetzt können wir erstmal schön das Team bearbeiten. Hier in der ersten Aufnahme. Und ich bin eigentlich gar nicht mal so unzufrieden. Ich finde eigentlich schon, das ist eine Herausforderung, mit den Rumänen zu spielen. Alter, was habe ich denn für Spieler? Toche. Oh, der ist schnell. Mit welcher Formation will ich spielen? Ich hab keine Ahnung. Ihr müsst nicht flüstern. Doch, warum? Das war jetzt. Was mal eben kurz so. Also, das ist Standardaufstellung. Okay, dann lass ich einfach die Standardaufstellung. Genau, ein Stürmer im linken Mittelfeld. Okay, da kommt Toche. So. Alter, erstmal ein bisschen sich hier zurechtfinden. Keine Ahnung, Marcel, okay. Ich blick gut an. Das Kalfe blickt nicht durch und ich. Du kannst gerne mit deinem Handy Aufnahmen machen. Wenn du willst. Videoaufnahmen. Denn, das kann ich ja jetzt hier nochmal sagen, wenn das Orakel zu Ende ist, weil wir werden immer mal bei den Spielen so kleine Videoaufnahmen machen, ob es jetzt Psychospielchen sind oder wir einen ärgern wollen. Okay, du lässt die so. Okay, dann schaue ich jetzt in meinem dann schnell. So, und ich denke mal, Pascal wird Psychospielchen bei mir machen. Also ich ganz ehrlich, ich gehe sowas von davon aus. Ich kenne das ja bei dir schon. Ja. So, erstmal noch jetzt Schützen einfach auswählen. Habe ich einen guten Freistoßschützen? Oh, Toche. Toche. Andone. Langer Freistoß. Toche. Das hört sich an, ey. Achso, zu wenig Licht. Du kannst uns auch gerne mein Handy nehmen und Videoaufnahmen machen. Ja. Und zwar nur, ich hab ein Lumia, die Dinger sind bei wenig Licht echt geil. Okay. Oh, so! Alter, mein Handy ist größer als dein. So. 7 Minuten ist, denke ich mal, erträglich. Hier habe ich gestern noch was umgestellt, weil ich was ausprobieren wollte. So. Ja. Los kann es gehen. Und ich glaube, ich sollte mal ein wenig hier beim Fernseher sonst anmachen. Nur so, dass ihr nichts hört. Ich weiß es jetzt nicht. Okay, wir hören was. Also ich höre jedenfalls was. Hört ihr denn auch was oder seid ihr taub? Nee, ich höre was. Ich bin taub. Okay. Also ich bin auch taub. Ich bin so oder so immer schädigt. Okay, so. Dann. Ich bin geschädigt von meiner Anlage. Ich kann es auch lauter machen. Dann mache ich uns jetzt beim kurz aus. Nicht wundern. Weil dann hören wir uns jetzt gleich hier schön die Hymne an. Thank you.
So, da sind wir jetzt auch wieder. Wir haben uns schön auch die Hymne angehört und nun heißt es erstmal Fair Play Handshake. Und ja, während es hier noch lädt, ich habe eine Mappe angefertigt. Sollte ich die auch machen? Handshake. Was? Ja, Handshake. Und ich habe gedacht, du nimmst vielleicht weiter auf, aber egal. Also, ich habe eine Mappe angefertigt mit den verschiedensten Statistiken. Und ich fange einfach mal an. Frankreich, Rumänien. Es gab schon 15 Partien gegeneinander. Die letzten beiden waren bei der EM-Quali 2012. 2-0 hat Frankreich zu Hause gewonnen. 0-0 hat Frankreich dann auswärts gespielt. Und beim 2-0-Sieg haben zwei ehemalige französische Nationalspieler getroffen. Zum einen Loïc Rémy und Joan Gourgues. Ich weiß im Moment nicht, wo beide spielen. Rémy hat auf jeden Fall, mein letzter Stand war Chelsea. Und Gourgues, ich glaube, das spielt im Moment in Frankreich. Oh, und das Spiel geht los. So. Fair Play? So, jetzt bin ich gespannt, ob ich überhaupt mit Rumänien vielleicht was hinbekomme. Vielleicht sogar durch ein Eigentor. Ich finde das gerade witzig, wie die Thomas halt immer noch hängt. Wieso? Ich chill mir nur einen zurecht. Dafür sind wir doch hier, oder wie war das? Ja. Ach, Quatsch, wir sind zum Zocken hier. Nein! Alter, was für ein scheiß Fehlpass. Zocken bedeutet für mich chillen. Alter, gegen Frankreich zu spielen ist hart. Gegen Frankreich zu spielen ist hart. Du hast es dir ausgesucht, mein Lieber. Hä, was heißt ausgesucht? Das wurde mir zugelost. Ja. Nein. Du hättest auch Mannschaft, theoretisch, du bist derjenige, der das Orakel veranstaltet. Du hättest auch Mannschaften für dich herauskicken können. Ja, aber ich bin ja auch ein fairer Sportsmann. Ich hab ja mir so gedacht, komm, ich nehm Rumänien, dass ich euch dann auch damit abziehe. Ja, shit, Didi ist, wa? Pascal lacht einfach nur. Boah, aber das war schön. Grigore? Na. Das war ein Grigore. Alter, Pascal, ich warte dich, wenn du irgendwelche Psychospielchen hier planst. Nein, ich wollte nur den Zuschauern zeigen, wie du denn spielst. Ja. Zielorientiert. Genau, zielorientiert. Sagen wir es mal so. Tobias rüber? Alter! Geh mir nicht ins Bild! Der kriegt halt einen Kumpel. Ja nicht! Nein! Was ist das? Ja! Andone! Und die Freunde sprechen. Nein! Das anscheinend. Die Verzweiflung. Ja, die Verzweiflung. Toll wär's, wenn ich mit Rumänien ein frühes Tor mach. Was? Das war doch nie im Leben ein Foul! Was für ein scheiß Schiri, immer mit dem. Der erste Aufreger, ja! Gib ihn mir da, Alter! Alter! Gib es in die Kamera! Das wollen die Zuschauer sehen. Okay. Also das, Aufregen ist. Nein! Oh! Nein! Aber das ist wieder eine Ecke. Mann! Das ist nur eine Frage der Zeit. Du kannst es halt vielleicht nicht. Ja, hallo, Alter, gell? Also, wenn man bei dir vom Kampfspiel springt, ist das auf Street Fighter 5 Level. Das, wohl interessanter Fun Fact nebenbei: Street Fighter 5 wurde von einem 6 Monate alten Säugling durchgespielt. Was? Ja. Ja. Was warst du da? Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Thank you. Ohne Thank Scheiß. You. Ohne Scheiß. Yeah. Alter. Oh. Ohne Flachs jetzt. Ohne Scheiß. Torche. Da ist eine Flachs. Nein. Weißt du, wie man sowas nennt? PP. Persönliches Pech. Hey. Ich hab die nicht alle im PP. Kann ich was dafür, dass du von Geburt an persönliches Pech hast? Oh. Nein, da wollte ich doch nicht hin. So, und apropos nicht nur spielen, auch tippen. Pascal hat, glaube ich, schon seinen Tipp eben abgegeben. Alter, ich bin sehr nah am Mikro und ich schreie. Ich habe tatsächlich schon meinen Tipp abgegeben. Was tippst du denn in Realität, wie dieses Spiel ausgeht? Bei Frankreich-Rumänien habe ich 2-1 für Frankreich gehabt.
Ich finde es ein bisschen, ich würde sagen, ich finde es ein bisschen klarer, dass definitiv Frankreich dominieren wird. Ich bin mir in dem Toreverhältnis einfach noch nicht klar, einig. Das stimmt, ich bin mir da auch noch nicht einig. Aber du hast gerade nicht die Tippspieltabelle bei dir. Aber ich tippe jedenfalls, das können wir ja gleich eintragen, 2-0 Frankreich. Ich bin mal optimistisch, dass man zu 0 gewinnt, aus französischer Sicht. Ich glaube sogar, Frankreich spielt auch natürlich um den Titel mit. Was glaubt ihr? Ja, könnte eng werden, ganz ehrlich. Frankreich hat sich schon alleine durch das eine Ding in der WM sehr, sehr einiges verhauen und seitdem. Oh, Elfmeter! Nein! Seitdem hat man leider auch nicht mehr viel von denen gehört, irgendwie großartig. Also es könnte. Also ich sag mal, Frankreich kann es weit schaffen. Sie können es weit schaffen, aber ich glaube. Nein! Nein, was mach ich da? Ich glaube aber nicht, dass die. Nein! Dass die Kontrolle ist was. Daniel unterbrechen. Ja, sorry Thomas, red weiter. Ich bin aber der Meinung, dass Frankreich nicht unbedingt um den Titel spielen wird. Ich schätze mal eher, das wird entweder auf Spiel um Platz 3 rauskommen oder dass die vorher schon irgendwie Viertelfinale, Achtelfinale rauskriegen. Also ich sag mal, die kommen eigentlich, also durch die erste Runde werden sie locker kommen, aber bei den entscheidenden Runden werde ich, sage ich, die. Ja, ich sag auf jeden Fall Titel mitspielen, wenn aber schwierige Gegner kommen. Spanien hat jetzt bei der WM sowas von schlecht gespielt. Ja. Und ich glaube bei der EM immerhin, muss man auch sagen, nein. Immerhin muss man ja auch sagen, nein, ja genau. Tobias lacht erstmal hier. Wenn Frankreich auf Spanien trifft, so wie auch schon bei der EM 2012, wo ja Frankreich 2-0 verloren hat, das könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass wenn große Gegner, so richtige große Gegner kommen, dass es dann schwer wird. Erstens schwer wird und zweitens sehe ich da die Möglichkeit für die größeren Teams, weil Frankreich kontinuierlich irgendwie leicht abgebaut hat, finde ich. Die haben zwar ihre Momente, aber wirklich toll wird's auch nicht, glaube ich nicht. Die werden sich eher mehr schlecht als recht durchs Turnier schlagen. Ja, also gehe ich auch von aus. Aber mit einem Antoine Griezmann, mit einem Giroud, also man hat wirklich eine starke Offensive mit einem Coman. Ja, aber dafür hat's ein bisschen in der Defensive. Nein. Ja! Ja, und das ist doch nicht euer Ernst! Doch! Und ich glaube nicht, dass in der Defensive die so stark ausbauen können, dass da irgendwie großartig irgendwelche Machtverhältnisse gleich ausgetragen sind. Jetzt mal blödes Beispiel, wie du ja gesagt hattest, Spanien. Spanien ist sowohl offensiv als auch defensiv relativ stark. Im Gegenzug zu anderen Teams. Weil die haben da etliche Spieler, die Champions League international tätig sind. Und da sehe ich Frankreich einfach nicht in der Liga mitspielen. Tut mir leid. Für alle Franzosen, aber... Das ist so. Alter, was ist denn das? Ballkontrolle gleich null. Ja, genau, schön passend. Schön, dass mir überhaupt jemand zuhört. Ich höre dir doch zu. Ja, ich... Nebenbei hier drauf konzentrieren. Das gibt's nicht! Doch, gibt es! Voilà, ja. Soll ich dir sagen, wie das gibt? Das ist Rumänien. War doch Rumänien, oder? Ja. Freistoß! Ich will Freistoß! Ich will einen Freistoß! Oh. Mann, ey, ich hätte schon 1-0 führen müssen! Hui. Thomas rückt da hinten erst einmal. Entschuldigung, ist Kohlensäure. Ja, Kohlensäure. Oh, fuck. Nein! Halbzeit! Doch. Oh. Aber gutes Spiel ist es.
Ganz ehrlich, dann haben die zu. Alter, ich hab so eine gute Statistik! So eine gute Statistik! Willst du wechseln? Nee. Nein. Ich will doch jetzt noch nicht wechseln, nee. Ja, so. Tobias, erinnerst du dich noch an einen schönen Angriff, den ich immer hatte? Ich versuch's. Leider. Ja. Aber dafür reicht es. Bin ja auch mit D'Aqua. Ja, ist klar. Was willst du denn machen? Ja, du kannst ja zwischendurch Pause drücken. Zwischendurch kannst du auch Pausen machen, Alter. Na! Apropos. Ja. Reich mal den Bild darüber. What? Ja, Pascal? Und Alter, das Ding soll nicht liegen. Achso, ja, Akku ist auch schon fast leer. Obwohl, weiß ich gerade gar nicht, wie mein Akku ist. Aber es ist auch nicht mehr so viel drauf. Und du kannst auch nur mal 13 Minuten aufnehmen. 13 Minuten, oder? Muss ich das löschen? Oder du musst aufnehmen, obwohl deine Lichtverhältnisse sind schlecht, oder? Da sieht man mal wieder die verschiedenen Handyqualitäten. Ey, ich hab besseres Handy als du, ne? Ich bin mit Lumia mehr als zufrieden. Never. Du hast garantiert kein besseres Handy als ich hab das S6. Ich hab das Nord 3. Wow. Besserer Prozessor, größerer Arbeitsspeicher, bessere Cam. Noch Fragen? Cam ist nicht gerade wirklich besser, weil... Jetzt geht's nicht. Aber ich hab keine Lust für mich. Oder mit meinen Handy will ich auch nicht. Ich weiß nicht. Komm, ja! Na. Warum machst du's denn nicht? Alter, keine Tore! Keine Tore! Na, anstatt dass mein Torwart versucht dahin zu gehen. Ja, Ecke, schön. Mann, ey, warum habe ich den Elfmeter nicht reingemacht? Dann hätte ich ein bisschen relaxen können. Was machst du da? Er drückt da einfach mal alle Tasten. Oh. Er macht hier erstmal Fotos. Hat das nicht funktioniert? Also die wollte. Qualität wird man von meiner Kamera. Okay. Kann ich hiermit vergessen. Das kann man vergessen. Ja. Komm mal nicht. Nein! Nein! Oh Mann! Tut mir leid, aber das hat. Alter, war schon aus. Hechel? Warte, Alter! Weißt du, was ich gerne langsam sehen würde? Ja. Die Ballbesitz-Statistik. Weil ich glaube, da könnte das relativ ausgeglichen jetzt sein. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie es zur Halbzeit statt mit der Ballbesitz-Statistik. Och, lass mir! Meine Haare kommen nur von einer. Nein! Nein! Warum passt du so? Meine Haare sind in guter alter Gamer-Manier, so wie man auch. Natürlich wohl. Nein! Warum natürlich schießt du deinen eigenen Spieler an? Natürlich wohl angemerkt, dass ja. Ich natürlich meine Haare auch mache, aber nicht an Tagen, wo ich eigentlich nur bei meinen Leuten bin, die mich so oder so trockenhässlich kennen. Okay, ich muss wechseln. Ich meine auch, voll hässlich kann man auch nicht machen. Du bist so lässig gerade. Ja. Oh Gott. Alter. Ja, erstmal nur ein neues Spiel machen. Boah, ey. So, dann schau ich mal. Ich hab überhaupt nicht am Anfang geguckt, mit wem du überhaupt spielst. Okay, interessante Formation erstmal. 4-1-4-1. Er leistet sich ein Libero. Griezmann, der gute Antoine Griezmann von Atletico Madrid. Stimmt. Statistiken. Ja. Spielen und Statistiken. Jetzt versuche ich mal ein bisschen hier eine Kombination. Ja. Also,
15 Aufeinandertreffen, habe ich ja schon gesagt. Der letzte Sieg für Rumänien war am 8.04.1972. Da hat Rumänien 2-0 gewonnen im eigenen Stadion. War aber auch halt nur ein Freundschaftsspiel, war jetzt nicht ein Quali-Spiel. Oh Gott, bitte. Sehr schön. Ja, was gibt's sonst noch? Es ist Rumäniens vierte EM-Teilnahme. 1996 war man mit dabei, 2000, 2008 und nun halt nach 8 Jahren wieder, 2016, ist man mit dabei. Ey, das war ein Foul. Danke. Nein. Letzte Begegnung habe ich schon gesagt, 15 Aufeinandertreffen, genau. 7 Siege für die Franzosen, 5 Remis und somit 3 Siege für Rumänien. Gibt sonst noch irgendwas? Genau, und der größte EM-Erfolg für Rumänien war 2000. Da ist man damals ins Viertelfinale gekommen. Man war in einer Gruppe mit Deutschland und das war das einzige Remis, was man da aus Rumänischer Sicht, sagt man das so? Rumänischer, aus rumänischer Sicht geholt hat. Man hat die anderen beiden Gruppenspiele gewonnen und gegen Deutschland am ersten Spieltag hat man unentschieden gespielt. So, das ist das, was hier draufsteht, jetzt bin ich fertig. Nervosität steigt, ey. Ja, ich. Ohne Ende. Ich will gewinnen! Ja, ich auch. Was hat der da für eine Scheißball? Nein! Zum Glück macht Tobias auch Fehler. Alter, faul. Das war ein so Foul. So dumm, das war so ein Konter, so, ne? Warte mal. Cool. Kraft hat sie an Bohne. Ja, ich nehme jetzt meinem Tier Teuchel, komm. Jetzt eine schöne lange Flanke. Ecke sogar. Hey. Übrigens, Standard, das war gerade gar nicht zum Thema, aber ich wusste gar nicht, dass du Stil Dart spielst. Doch. Ja! Ja! Siri Chess, der Kapitän! Nein! Siri Chess nach einer Ecke! Leck mich! Der Kapitän! Alter, was war das aber auch für eine Crap-Ecke? LOL. Boah, ey, leck mir meine Puppe. So much LOL. Oh, ey. Oh, ey. Und dann ist es der Kapitän Chiri Chess. Und Alter, ich weiß nicht, ob ich gerade übersteuert habe mit der Lautstärke. Hallo. Volle Rotze, schätze ich mal. Ganz, ganz blöd. Andone. Nicht Andone. Ah. Was da warst du da wieder? Die Meinung hab ich verstanden. Na schön. Aber Moment, Adonis war Grieche. Da hast du hier wieder mein Eigentor geschossen. Ja, aber er sagt Andone. Ja, Andone ist aber ein Rumäne. Und Adonis war Grieche. Ha! Ha! Elfmeter! Mann, was ist denn das? Elfmeter! Oh, was sagt er nicht mehr? Okay, ich muss wechseln. Boah, Digga. Mit einem 2-0 bin ich so langsam zufrieden, komm. Aber jetzt muss ich den auch gleich machen. Wen wechsel ich aus? Oh Gott, Hobern. Der Hobern ist ja noch sowas von tot. Oh. Jetzt versau den nicht wieder. Bist du auch mal fertig? Mein Puls steigt. Mein Puls. Okay. Okay. Ich hatte das schon manchmal, warte. Ey, komm, jetzt sagt nicht, das Spiel hat sich aufgehangen. Ich hab's manchmal in so einer Sequenz. Das kann nicht euer Ernst sein. Hallo, hallo, hallo. Sorry. Ich drück jetzt einfach mal nur A. Hallo, hallo, hallo. Drück nochmal Start. Es ist immer die gleiche Sequenz. Ach, jetzt. Oh, ich dachte ja, schon. Gekriegt. Warum? Warum? Warum es nicht aufgegangen hat, meinst du? Ja, Mann.
Oh, ey. Okay. So, ich soll ich den schießen lassen? Ja. Nee, Stanku. Das sieht irgendwie voll witzig aus wie die. Nein! Ja! Ich wollte da hinten noch! Ja! Ich wollte nach links, ich denke schon rein, ey. Ach ja, stimmt, ihr müsst auch noch tippen, weil ich, das Spiel ist ja fast zu Ende, sonst trage ich ein. Also, ich tippe ja 2-0. Ich sag in Real Life. Ja. Knappe Kiste 1-0. 1-0. Und du, Tobias? Der sieht noch über das Tor. Frankreich, Rumänien. Was tippst du, Real Life? Lol. Nee. 2-1 Frankreich. Oh, danke für den Ball. Ja. Erstes so schönes Spiel ist entschieden. 2-0 für Rumänien. Ich wusste doch, ich schlag auch so in Frankreich einfach mal mit Rumänien. Bäm! Da rappelt's in der Kiste. Nein, da hat es in der Kiste gestimmt. Na komm. Nach vorne! Komm, Spielschluss! Komm! Komm, da hast du doch ein drittes Tor drin. Der hat draufgegeben. Der hat da nochmal 5 niedrige Menüchen draufgegeben. Ja, das hat man meist. Ich halte jetzt noch ein bisschen den Ball und das Spiel ist zu Ende. Yes! 2-0 Erfolg für Rumänien, sagt das Orakel. Muss ich auch eintragen. Tobias hat 2-1 getippt. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit dem ersten Spiel, mit dem Eröffnungsspiel Frankreich-Rumänien. Und erst in der letzten, man kann sagen, in der Schlussviertelstunde kamen erst die Tore. Tobias, was sagst du? Also, das war's mit dem Eröffnungsspiel. Schaltet wieder ein, wenn ihr die restlichen Spiele sehen wollt. Und bis zum nächsten Spiel. Ja. Ciao.